du denn? Unser großes Militär. Ihr beiden Schmiede. Ja, sauber, Neo. Hey, da bist du ja mal wieder. Schön, dass du wieder da bist. Du kannst auch mitmachen bei den Gewinnspielen. Mad Max, PC. Musst nur eine E-Mail an Onkel schreiben. Und die Frage ist, es gab ja einen alten Mad Max und einen neuen Mad Max, wer die Hauptrolle da hatte. Und die beiden Namen bitte in die E-Mail. Ja, wer die Hauptrolle gespielt hat, ja. In Mad Max. Tina Turner hat auch eine Hauptrolle gespielt in Mad Max. Wer hat den Mad Max verkörpert hat? Ja, hab ich doch gesagt. Und nicht in beiden Teilen, sondern in den alten Filmen und in den neuen Filmen. Ja, es sind zwei verschiedene. Weil es gibt vier Teile. Ja, aber zwei halt, ne? Wollen wir wissen, den alten und den neuen. Boah. Der Onkel ist betrogen. Was stehen Sie an Ihrem Leben noch sitzen? Sehen Sie Ihrem Leben noch sitzen? Ist das geil? Nero, beantworte du bitte die Frage. You know. Freunde, ich hab gute Neuigkeiten. Hallo, I'm back. Ja, servus, grüß dich, welcome back. Grüß dich. Grüß dich, grüß dich fix. Ja, grüß dich, alle mit den Namen. Und da ist noch jemand. Achso, das hat Nero Grins geschrieben. Oh. Wein schon wieder, ey. Das ist so lustig. Sitzen noch im Leben? Sitzen noch im Leben. Was, na, habt ihr etwa getrunken, Jungs? Nein. Nur Wasser mit Schuss? Nein. Nur Schuss mit Wasser. Yeah, yeah. Guck mal, aber schön, dass der Nero mal wieder dabei ist. Verlosung, richtig, kommt auch noch. Eine Brücke. Der Nero eine ist wunderbar. Brücke. Eine Brücke? Mhm. Mach kaputt. Ja. Nero, hast du das Weihnachtsspecial geguckt? Ich hab dich da auch erwähnt und verlinkt, ne? Ist ganz klar. Und ich hoffe, dass du jetzt bei Ark bald wieder mit dabei bist, weil bei mir geht's jetzt wieder. Dann wollen wir die Woche auf jeden Fall mal zocken. Wollen wir das? Die Ark! Wollen wir das? Die ja, hoffentlich. Also ich weiß nichts davon, dass wir die Woche. Ja, ich werd's mal in den Channel reinschreiben. Ark! Gibt's jetzt? Nee, jetzt nicht. Dauert noch ein bisschen. Wenn du nicht mal dabei bist, kriegst du eine Mail mit dem ja. Key. Ist doch alles kein Ding. Ach komm, hör auf, Stanley. Das ist Amerikaner. Die kennen das halt nicht anders. Schlimm. Werden wir Deutschen alle da reingezogen? Ja, am Montag kommt ein neuer Rechner. Dann geht es wieder mal los. Geil, sauber. Jo. Auch oh, geile Grafikkarte, oder? Wir haben jetzt hier einen. Gas. Was ist denn Gas? Was Gas ist? Ich will echt wissen, was Gas nein, ist. Nein, das hat das jetzt. Warte, ich erkläre dir mal, was Gas ist. Hat das jetzt alles. Sind, ich glaube, wir werden alle. Die Amerikaner mögen uns alle nicht, oder? Sorry, it's not funny. Gas. Schreib mal Joke hin. Joden. Was? Kompletter Rechner. Sauber. Ja, das ist geil. Dann. Deutschland, ich liebe dich. Okay. Ja, kannst du machen. So, nächste Brücke. Oh, das ist aber eine kleine. Das sieht man jetzt erstmal von hier. Guck mal. Mhm. Achtung, jetzt wird eine Explosion kommen. Achtung auf die Brücke. Geil. Kleine Brücke. Hast du aber schnell weggemacht. Brücke weg, Brücke oh, okay. Da. Da hat was geschrieben, les mal. Niederlande ist Holland. Also. Nein, da drüber, das Grüne. Um halb kommt die Verlosung, oder? Was wollt ihr? Was willst du denn? Ja, machen die Verlosung dann. Wenn du. Falls du auf bist. Falls du auf bist, kriegst du eine E-Mail von uns. Du hast ja eine E-Mail geschrieben und wir schreiben auf jeden Fall an die E-Mail den Key zurück. Oh, ich hab Spaß, das ist echt lustig. Ich liebe Deutschland. Du bist besoffen, oder? Nee, Holland. Was? Holland. Was? Da steht noch was. Ich will pennen. Ja, du kannst gerne noch ein bisschen da bleiben, aber du kannst natürlich auch schlafen, wenn du müde bist. Du kriegst die E-Mail, wenn du gewonnen hast. Mach dir keine Sorgen. Richtig.
Vergessen wird niemand. Und das ganze Video, das kommt auch nochmal auf YouTube. Ja. Kannst du dir reinziehen. Ich kann euch reinziehen, wenn du unbedingt das sehen willst, wie die Auslosung ist. Wir werden das ganz simpel machen und wieder hier. Ne, ach, der schreibt holländisch, das ist ein Holländer. Je Band et dicke Stink ab. Ist halt holländisch. Aber sorry, John, please. Ach, das sind beides Holländer. Ach, Stanley wohnt in Deutschland. Aber er ist Holländer. Ach, du bist... Was? Also heißt es, du bist so ein kleiner Nazi, Schwachmat. Wer? Mein Gott! Er war noch nicht mein hier. Gott, der Typ schreibt Heil Hitler und sagt Deutschland, ich liebe dich. Da unten sagt er, er lebt in Deutschland. Also ach ist er so. In meinen Augen ein scheiß ja, Nazi-Schwachmat. So, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, er meint uns. Okay, auch gut. Mein Gott. Ich kann das doch nicht lesen, ich bin doch kein Holländer. Ey, da ist ein Verbündeter. Da hängt der fest. Total bescheuert. Der ist verbunden? Stimmt. Kennen Sie aus? Nero, was geht ab? Wie geht's dir? Was machst du so aber schön? Für das, dass du so ein kleiner Nazi bist, kannst du ganz schön schlecht Deutsch, muss ich mal sagen. Schäm dich. Ist so. Keine Ahnung, Hauptsache kannst du Döner essen. Döner ist gut. Stay it. Hm. Ja, guck mal, die große Brücke steht. Ich muss aber nochmal runterspringen. Ja, sie. Was hat da hinten ein Schiff? So. Ich bin Niederländer, aber ich wohne in Deutschland. Wo denn? Wo in Deutschland? Ach so, ach Mann, ey. Rauschei? Deutschland, ja. Mach mich fertig. City. Du machst mich fertig, Leute. Der Stanley? Mach dich fertig. Komm, wir sprengen die Brücke nochmal. Ja. Wo wohnst du? In Deutschland. Wo? Welche Stadt? Deutschland. Perfekt. Und ich liebe... Jetzt. Ja, das ist halt so. Ich glaube, viele denken das so von diesen... Holländern oder so. Aachen, ah! Na, Köln ist auch in der Nähe da. Hm? I know, ich kenne das. Aachen. Gamescom. Hm? Ist der Nero jetzt einer da? Ich hab keine Ahnung. Nerolein? Was soll ich denn das wissen? Erklär mal bitte, woher ich das ich hab da gefragt. Jetzt warte ich auf eine Antwort. Ich will doch einmal so. So, jetzt. The Golden Gate Bridge in the Luft. Was? Hier, also. Ach, guck mal, jetzt. Wow, geil. Jetzt auf der geil. Seite. Ah, sieht schon episch aus. Könnte ich auch jedes Mal wieder machen, die scheiß Brücke springen. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann machen wir ein anderes Spiel. Haben wir noch genug? Ein bisschen Fallout? Nee. Karl der Große. Aber es ist schon, wenn du aus Holland kommst, dann ist es schon, dann schäme dich mal dafür, dass du das nicht weißt, dass das scheiß Nazi-Land gar nicht mehr gibt. Aber oh, nee, gut. Das hat er nicht verstanden. Das musst du auch holländisch sagen. Na, no, das gibt es nicht. Ich kann das nicht mehr. Guck mal, der Pfosten da, der bleibt voll schräg stehen. Krass. Kannst du ja wieder Schiefe da von Pisa, ja, ne? Ja, ne? Die Brücke von Pisa. Die schiefe Brücke von Pisa. Schiefe Pfosten von Pisa. Super, das funktioniert. Du kannst nur Quatsch machen mit dem Zeug. Ja, hast du davon eigentlich endlich von den Seilen? Ja. Taxi! Was war denn das? Mach mal ein Auto an den Schiebetür von Pisa dran. Muss mal hinladen. Karl der Große. Ich kenne Vincenzo. Okay. Schön. Und jetzt an den Pfosten dran. Jetzt das türkise Autobild. Das hat die Farbe von euch. Da ist ein neuer. Hey, wer ist denn da?
Muha, wie er dich einfach ans Knie gefallen. Ja, saugeil, oder? Wie er dann umgefallen ist. Supergeil. Taxi! Hier, ja. Hier geht's zur selben Schule. Achso. Alter. Leute, soll man eine Tankstelle in die Luft jagen? Geil. Wahrscheinlich Bein geht nicht kaputt. Naja, der ist unverwundbar. Kannst aber am Boden dran tackern. Ach du mit deiner scheiß Tankstelle, ey. Das ist geil, ich stehe auf Tankstellen. Kaputt machen. Hat auch so ein Rohr zu Hause. Das ist ein Privatgebrauch. Tankstellenrohr. Knüppel habe ich. Er geht zur selben Schule. Kein Benzin mehr, da gibt es eine Tankstelle. Ah, da steht noch was Grünes. Ja, tanke. Ja, siehst du, er ist auch an meiner Seite. Mein Man. Tankstellenluft jagen. Ja, ich suche schon einen. Jag eine Tanke in die Luft, siehst du? Ja, ich suche schon einen. Ja, eigentlich schon Tankstellen für Huhu in die Luft. So, jetzt haben wir. Ja, da ist einer. Ja. Die Porno-Bildchen am Mausel? Haben Sie Promo-Bildchen am Mauer? Oh Gott, welche alten Phrasen die rausholen, der Wahnsinn. Aber schön, dass man von der Geschichte nur das hört. Also, entweder Mauer oder Nazi. So, soll man denn hier. Ach komm, da können wir aber mal ein schönes Auto loslassen. Oder? Ja, genau dich. Stopp! Stopp, hab ich gesagt! Danke. Okay? Oh. Was hast du jetzt gemacht? Das Auto haut ab. Er fährt einfach weiter. Saugeil. Danke für alles, was Sie für uns tun. Geh raus, Mädel. Machst du 25 in einem Meeting da dran? Bitburger, sauber! Sauber! Ich hab zwar keine Ahnung, aber finde ich cool. Ah, das ist was Neues. Onkel macht immer alles Pull. Ja. Nero, sauber, so ist das. Da ist noch was Grünes. Was Neues? Du, Boy. So, aber jetzt ist es doch klappen, oder? Jetzt wird eine Tankstellluft gejagt. Explo, unbedingt Rivano möchte und ihr denkt und alle, der und ihr denkt Henning alle möchte es auch. Und ihr denkt alle wegen Rivano, ihr denkt alle, wenn Rivano sagt, das ist cool, dann ist das wirklich cool, aber... Gestern Abend wurde der Nachbar. Muss es nicht loslassen? Man fährt die Karre nicht, ne? Geht es nicht. Geh weg. Kannst du nicht einfach das Auto da drunter stellen, die vier Dinger dran machen und dann... Ich verstehe nicht, warum das Auto nicht fährt. Tu doch mal so ein Ding an die Zapfsäule dran. So ein Dynamit. 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 Ho, I don't kill them. Was mit? Putin hat einer geschrieben. Was? Wow, mega, Alter. Das funktioniert mega, was ich hier gerade vorhabe. Ich hätte erst vollkommen sollen. So, ich hab die Tankstelle in die Luft gehabt. Geil, das ist die geilste Explosion, oder? Können wir mir jetzt 22 mal hintereinander angucken. Und dann nochmal. So, ich habe eine Tankstelle in die Luft gejagt. Seid ihr jetzt alle zufrieden? Ja. Das ist, wollen wir noch in die Wrestling denken, gegen meine Zocken. Hey, ich auch Bock, ja. Wrestling. Don't kill them. Machen wir ein bisschen Teamwork. Warum? Ich bin gegen dich, nicht mit dir. Sauber. Sieht Oberhammer geil aus, Alter. Das sag ich euch ja. Das ist richtig geil. Also da muss man den ja lassen, ne? Die Explosionen sind traumhaft. Ja. Traumhaft. Traumhaft. Und da ist noch was Grünes, Gelbes. Traumhaft. Findest du von diesen großen Kriegs. Nee. Gastanks ja am geilsten. Ja, die hat er vor uns übersehen. Ja, habe ich übersehen. Aber ich hatte das letzte Mal schon gesehen bei dir, wo du Livestream gemacht hast für mich. Tankstelle, Brücken und so Gasdinger. Echt übel.
Oder diese kleinen Gasflaschen, die dann in den Himmel steigen. Propangas, was da drin ist. Das sind auch ganz witzig. Kabuff. Ja, mehr gibt's ja jetzt nicht, aber schon wieder die Brücke. Die sprengen wir jetzt nicht noch rein, das ist langweilig im Land. Ja. Na, die wird schnell repariert in dem Land. Also Wessling. Ah, da steht noch was. Nero. So alle mal. Schlaf gut. Verlosung. Nero geht ins Bett. Schlaf gut, Nero, ne? Verlosung, Wop Wop. Wop Wop. Wop Wop. Star Wars. Sag mal, Wessling. BB, Nero. Nero, schlaf gut, ne? Düse Träume. Ui, netter Po. Düse, netter Po im Bild. Düse Träume. Düse Träume. Düse Träume. Düse Träume. Gibt's nichts mehr, ich bin noch im Anfangsgebiet, da wird auch schon alles geholt, weißt du? Da ist alles ziemlich ruhig. Lalalala. Kannst du nicht in ein anderes Gebiet rein? Danke, gutes Twitch. Bitte gutes Nero. Wolltest du was sagen? Ja. Dann schauen wir mal ganz kurz. Pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Ich gucke jetzt auf die E-Mail. So, wir haben genau eine einzige Antwort. Ja, dann hast du ja schon gewonnen, wa? Richtig. Oder? Ah, scheiße. Was denn? Hat er falsch gesagt? Siehst du doch. Weil du, ich hab das gesagt. Wer? Du hast gesagt, die beiden Hauptdarsteller. Und das wäre richtig für den einen Film. Deswegen habe ich gesagt, naja, aber komm, wir machen jetzt hier ein Ende, meine lieben Freunde. Komm, ihr macht sowieso nicht mit. Also Henning. Hast gewonnen. Mad Max für PC. Weißt du, bist der Einzige, der es geschrieben hat. Du hast zwar bloß die Hälfte, du hast zwar bloß Tom Hardy richtig. Die andere Antwort wäre natürlich Mel Gibson gewesen, weil der hat die ersten Filme, der war der erste Hauptdarsteller. Aber es hat eh keinen Arsch, der spielt kein anderer Kumpel. Also wir haben noch einen anderen, der mitgespielt hat, aber der hat vor uns gesagt, er möchte nicht mitspielen. Und von aber daher... Wir meinten Mel Gibson noch, weil der hat... Das ist doch gerade gesagt. So, ja. Nochmal sagen. Also wir meinten Mel Gibson und Tom Hardy, das war die richtige Antwort, gewesen. Ach komm, du kriegst jetzt hier deinen Gewinn, ich schick dir das Ding sofort durch. Der Henning hat gewonnen. Ja. Ich schick dir den Key jetzt durch und dann viel Spaß mit dem Spiel. Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt die Verlosung abgeschlossen. Ja. Wollte keiner. Wir machen das heute schon den ganzen Abend, diese Scheiß-Verlosung. Wir machen die heute wirklich schon. Wir haben vorhin noch ein Hangout gehabt, da haben wir die Verlosung schon drin gehabt. Keine Sau interessiert sich für Mad Max. Gerne doch. Und wenn du nochmal bei Gewinnspielen teilnehmen möchtest oder so, dann kannst du Onkel ja oder mich oder beide auch abonnieren, weil wir machen öfters einen Livestream und wir haben immer mal was dabei. Kannst du mal mitmachen. Manchmal sind mehr dabei, aber nicht immer. Da steht was. Faps. Ich such gerade. Ich will. Ja, ist nicht schlimm. War heute nicht so viel los. Aber Glückwunsch für dich und sollen dir ein schönes Nikolaus. Ja, ich muss auch dazu sagen, wir haben die Verlosung im Hangout viel zu spät angefangen. Das war aber nicht meine Schuld. Onkels Schuld war es. Nein, es war nicht meine Schuld. Meine auch nicht. Und zwar ist das Ganze. Wir haben es nicht verlost. Du hast verkackt. Das Ganze ein Steam Key. Weißt du, wie man einen Steam Key einfügt? Ja, natürlich. Bei Steam unten auf Spiel hinzufügen. Steam Key. Ja, aber ich kann es jetzt durch die Beschreibung noch mit hin kacken. Schicken. Warte, wer hat da noch Delay 3 Sekunden? Anweisung. Macht ja nichts. Sei froh. Hast du das Spiel jetzt gewonnen? Mad Max. So. Okay, dann herzlichen Glückwunsch
Mensch, ich habe auch unten nochmal einen Gamercheck LP und viel Spaß. Unsere Kanäle ganz dabei schauen. Viel Spaß. Spaß, Alter. Mit Mad Max. PC. Steamcake. Hier ist dein Gear. Survival. Nero hat gesagt, er hätte mitgemacht, aber er hat das Spiel schon. Naja, man ist sehr blöd mitzumachen. Also, wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie gerne behalten. Ich möchte die nicht zurück. Ist er denn noch da? So, ich schicke dir jetzt die E-Mail ab. Da. Jo. Zack, zack. Hier, komm, mach noch ein bisschen Abstand. Das ist voll und ganz. Ja, ursprüngliche Nachricht. So, und senden. Tschüss. Deiner. Ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Bitte noch Feedback geben, ob du den Key erhalten hast. Tja, Rivano. Hat doch einer mitgemacht. Ja, ist doch schön. Ich bin da. Sauber. Ja, ist unterwegs, müsste angekommen sein. Guck mal, ob du es bekommen hast. Danke nochmal, hab dich jetzt auch abonniert. Den Onkel oder mich oder beide? Ich muss ja fragen. Aber wäre cool, echt, weil es hilft. Oh, glatt ja 4000 fast. Ich hoffe erst nur 400. Da mäht einer Heu. Ach ja, ich sehe dir doch die ganze Zeit das Spiel. Sollen wir den in der Luft jagen? Dann stimmt, da hinten mäht wirklich einer Heu. Das ist schon cool. Ja, der Onkel, das ist auch ein Hobby von dem Onkel. Hab den Key. Alles klar, dann wünschen wir dir viel Spaß damit. Und schönen Nikolaus. Und komm mal wieder rum. Wegen der Frage, weil du gesagt hast, hab dich jetzt abonniert, den Onkel, meinst du? Oder meinst du uns beide? Weil wir haben ja zwei verschiedene Kanäle. Ey, was hast denn du für ein geiles Foto drauf? Ist vollkommen egal. Nackte Frauen hier im Bild. Hm. Vollkommen egal. Egal. Ich mag nackte Frauen am Foto. Ich meine. In der Badewanne. Abonnieren, wenn du Spaß hast. Ja klar. Damit, achso. Damit einer Heu. Mähdrescher ist es. Toll. Aber ich merke schon, Leggy ist so ein bisschen detailbetreu, detailverliebt, wie ich zum Beispiel auch. Und da könnte ich jetzt hier bestimmt. Nee, den hier. Okay. Ach, du hast Twitch gefollowt. Ach nee, guck mal hier, der kleine Bagger da. Ja, auf jeden Fall. Auf solche Dinger, das macht mir auch Spaß, aber zu achten. Manchmal stelle ich mich auch einfach auf den Felsen und beobachte die Welt. Das macht zum Beispiel bei Ark mega viel Spaß. Ich einfach achte da hinten noch mehr. So, mal gucken, wie die NPCs reagieren und so. Das macht schon Spaß. Ja. Ansonsten, wir haben dir die Namen unten, wo wir geschrieben haben. Schöne Grüße und viel Spaß. Wünschen dir Gamercheck LP, das ist ja sein Kanal. Ach. Und Rivano LP bin ich. Aber Rivano gibt es wieder. Das sieht geil aus, wie so eine Villa, ne? Guck mal da oben. Boah, da würde ich gern wohnen, ne? Guck mal, das mit dem Licht und so, sieht geil aus, ne? Auf jeden Fall. Und hier die ganzen Blumen, ne? Das ist schon geil. Schön gemacht, das Spiel. Ja, auf Twitch. Ja, passt schon. Der Mist ist, dass Rivano zu schlechtes Internet hat, um selber zu streamen. 16.000er Leitung, ja. Ja, habe ich gesehen. Wie geil das aussieht, guck mal hier noch. Die Lichter und alles. Guck mal, da steht was. Ja, vor allem war das ja ein neues, das Spiel. Und sehr detailliert. Gute Nacht, schlaf gut. Alles klar, Henning. Viel Spaß. Guck mal jetzt hier, die Lecki hier, die Stadt und mit den Leuchten und so. Geh mal,
Wenn du jetzt gleich vom Berg runterspringst, also mal über die Stadt drüber, sieht bestimmt episch aus. Wenn die dann so nachts leuchtet, so. Ist geil. Schlaf gut, viel Spaß beim Mal schauen, mal. Hä? Ne, geht da. Eine geht auf. Mal schauen, wie es. Achso, ja, viel Spaß bei Mad Max, ja. Mal schauen, wie es auf PC aussieht, das interessiert mich nur noch. Und dann 60 FPS noch. Boah, sieht so episch aus, Mann. Und das ist bloß PS4, wie die Kirche da hinten. Kannst du den, ja genau, Flugmodus haben. Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, dass Just Cause 2 auch immer noch mega geil aussieht. Obwohl es schon so ein übelst altes Spiel ist. Kannst du da auch so viel zerstören? Ja. Dafür ist es da, ne? Ich hatte seit Wochen keinen Kampf mehr. Boah, wie geil das ist. Ja, manchmal macht nach. Wenn ich hier zock, dann mach. Ey, Alter, dann tust du auch immer so ein bisschen rumfliegen. Ja, ist auch schön, ne? Kann man das Feeling genießen. Aber was ich dumm finde, ganz ehrlich gesagt, ist. Die KI bei zerstörten Brücken, die fährt weiter. Die Brücke über das Nichts. Mhm. Und fährt weiter und fällt runter. Also, die interessiert das gar nicht, ob das. Ja, okay, das haben sie dann, ne? Finde ich ein bisschen dumm. Ja keiner machen. Okay, dann ist eine Brücke, soll ich mal zeigen? Ich bring mich um, vielleicht sind sie ja suizidgefährdet. Aber man kann den. Das funktioniert mit der Brücke? Ja, tun, ne? Da fällt die doch nicht. Mach ich ja mal kaputt, oder? Hier. Perfekt. So. So, wie kann ich euch jetzt zeigen? Mal weiter hoch. Müsst ihr eigentlich jetzt in den Arsch gehen, ne? So, ihr seht, da ist nichts. Da müssen wir einfach hoffen, dass uns. Also ich glaube, die Brücke, die schaffe ich nicht zu zerstören, oder? Ah, da steht was. Und das geht in den Arsch? Als erstes, wo der Just Cause 2 angemacht hat, war erstmal erstaunt, wie weit man sehen konnte beim zweiten. Ja, mega geil. Nee, die kriege ich nicht gesprengt. Zu fett, hä? Hm? Mhm. Ich muss mal auf Toilette das Bier raus. Bis gleich. Hast du gar kein Bier getrunken? Ist das mein Radikal, was ich denn getrunken? Ja. Hey. Was? Money. Aber ich muss sagen, dass Just Cause 2 jetzt mir leider nur geringen Fun gebracht hat. Es sah zwar schön aus, aber das hier, das ist schon geiler, muss ich sagen. Macht schon echt viel mehr Spaß. Hallo? Boah, wow, das Gebüsch. Wie er sich langzieht. Ja, lass dich doch los, Junge. Oh, ein Helikopter. Meiner. Komm her. Du Sau. Oh, da ist sogar noch ein Gebiet offen. Wie geil. Na komm. Mein Gott, jetzt mehr, dass ich wieder nicht aus, ja. Ab. Ich bin sowas von bereit. Unter uns. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Und Gronki ist am Start. Au.
Badabam. Meine. Was eingenommen? Was so ein Wunderchen ausmacht. Komplett. Also schon. Nein. Hm? Jetzt nochmal? Weiter noch? Na, ein bisschen geraden. Hm? Ja.